In manchen Räumen. Ja, unerwünscht. Was zur Hölle soll das werden? Hätte ich nie gehört, wenn ich es nicht selbst ausprobiert hätte. Aber Gott, der liebe Gott sieht alles. Du strapazierst dein Glück! Ich werde jetzt nicht mehr lügen und meiner Tochter erzählen, dass ich mich gekippt hätte in ihrem Alter. Trotzdem kriegt sie einen Tritt in ihren kleinen Arsch, wenn ich sie dabei erwische. Okay, okay. Ich weiß nicht, wie sie drauf kommt, dass ich das Land verlassen würde. Ich fühle mich wohl hier. So habe ich mir das vorgestellt. Wen haben wir denn da? Dann ist das ihre Sache. Ich werde schön hier bleiben. Danke sehr. Er ist also nächsten Monat außer Gefecht. Was ich aus dem Staub gemacht habe. Als ob es genug Stunden am Tag gäbe. Als ob es genug von mir gäbe. Ha. Ich glaube nicht, dass er will, dass ich arbeite. Aber bis die Fabrik wieder steht und alles funktioniert. Wie kriege ich den raus? Vorsicht hier in der Gegend, Mann. Das Problem mit diesen erleuchteten Männern in der Bewegung ist, dass sie über dem Weltlichen schweben sollten. Aber die meisten, nein, alle versuchen bloß, ihre Pimmelchen einzupflanzen. Und ehrlich, nein, danke. Ich hab... Eine weitere verdammte Abstimmung. Wie sich das einhaben? Schleide sich an ihren Sehnen an. Geht etwas rücksichtsvoll? Ein Geräusch werde ich nicht einfach ignorieren. Was ist das bloß? Was ist denn das? Was lungert der denn da so rum? Aber ich könnte einfach nicht weiter in dieser winzigen Bude leben. Ich habe was gehört. Ich habe eine Seele. Ich habe solche Angst habe. Es ist einfach... Na, wen haben wir denn da? Entschuldige dich gefälligst. Geh nicht zu nah ran. Die Scheiße frisst deine Seele. Na, wen haben wir denn da? Was zur Hölle soll das bringen? Ciao! Du wirst deine Geburt noch bereuen! Komm bloß nicht wieder! Na, wen haben wir denn da? Jetzt hast du den Bogen überspannt! Jetzt hast du in die Scheiße gegriffen! Was fehlt denn der mit der Wumme? Tut mir sehr leid. Das war echt Einzelkämpfer. Mann, Frau im Weg. Rutsch rüber, oder ich helf nach. Du machst gerade einen riesen Fehler, Freundchen. Du wirst mir jetzt was von euren Dope-Deals erzählen. Fahr wie ein Irrer. Wenn du einen Vermannten in einem Auto erwischt, musst du wie ein Verrückter fahren, um sie zum Reden zu bringen. Rase herum, fahr auf der falschen Straßenseite, drift um die Kurven und vollführe Sprünge, um dem Vermannten Angst einzujagen. Bis er plaudert. Na mal gucken, das kann... Junge, du hast ihn verfehlt! Da war so ein verfluchter Wagen! Du hast keine Ahnung, mit wem du dich anlegst! Rede, oder es wird echt scheiße für dich! Na, komm! So einen Scheiß brauche ich nicht, nimm ihn dir! Komm her, du Sau. Dich hab ich jetzt. Du wirst mir jetzt was von euren Dope-Deals erzählen. Der Boss hat Vollstrecker, die im Hollow agieren. Jetzt sag ich, wo's lang geht. Nice. Erledige Charlies Vollstrecker. Okay, mal gucken. Also Ziele, so.
Da haben wir einmal Doug Hatchett, Machete. Charlie kennt Hatchett seit Jahren und hat Erfahrung darin, dessen Paranoia für sich einzusetzen. Er lässt ihn das gesammelte Geld von dem Drogendeal in der Nähe bewachen. Deacon Caruso. Wenn es ums Geld zählen und Drogen verscheiden geht? Ja. Vertraut Charlie niemanden mehr als Caruso. Er haust an einer Gerade mit einem Zugang über das Doch, durch den du an ihn rankommen kannst. Ohne gesehen zu werden. Okay. Wir machen erstmal das Erste. Das ist ein Stück weit näher dran. Tschüss. Scheiße, ey. Ich dachte, man kann da durchfahren. Oh. Entschuldigung, weil ich einige Dinge nicht lesen kann, aber ich bin halt ein bisschen weiter weg vom Fernseher jetzt. Bin halt wie schon ganz am Anfang gesagt, jetzt auf der Couch. Ein bisschen entspannter. So. Wir fahren dann mal hier lang. Das wäre perfekt eingepackt, weil ich will nicht einpacken. Oh. Mein Motor freigemacht. So, wir steigen mal aus. Sie ist nicht tot. Ich habe erst letzte Woche mit ihr geredet. Hör gefälligst endlich auf, über Mama zu reden, klar? Jeden Tag dasselbe mit ihr. Sie ist tot und begraben und Mama, Gretzer. Was willst du? Mama Gretzer. Hopp, 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 hopp. Hopp, hopp, hopp. So, ich soll jemanden töten. Keine verdammte Bewegung. Sagt wer? Du solltest verschwinden. Ich seh dich, Motherfucker! Wer sieht mich? Mich sieht keiner. Erst das Geld, dann die Ware. Ich bin doch nicht ein Sampleier. Dann mach schnell. Mist, hab mich was. Schluss mit dem Gezappel. Ist doch schlimm. Was willst du? Okay, suchen wir woanders weiter. Das Arschloch hat einen von uns getötet. Und dich jetzt auch. Ups. Der schaut jetzt durch die Wand. Kann ich dich da heute rausholen? Ja, okay. So, Entschuldigung. Sagt wer? Hier, mal kaputt hauen. Und weg.
Oh. Das ist ein schönes Auto. Wir machen noch das andere Ziel. Deacon Caruso. Oh ja, tolles Lied. Painted Black. So, Entschuldigung. Lass uns einfach vorbei. Nochmal vorbeifahren. Ist das Blut? Scheiß drauf. 50, 65, 75, 100. Das ist gar nicht gut. Scheiße, keine Ahnung, was wir da gehört haben. Ich bin nicht der Einzige, der sich hier einscheißt, oder? Alle mit da! Ich bin dein Untergang. Ich bin dein Schwanzlutscher! Meinen Namen wirst du dir merken, Schwanzlutscher! Ich reiß dich im Stich! Komm her! Führe brutale Überwältigung aus und die Fällung daher zum Durchbrechen. Du Sau. Aber nice, ich habe alle mit... Naja, mit Faustkampf nieder. Verschafft mir etwas Zeit! Gut, jetzt können wir eine Runde in Puff gehen. Ob er noch da ist. Er ist noch hier. Huh. Der Typ gehört mir. Und wenn ich die ganze Nacht suche... Dann suchen wir noch weiter. Ah, Vinylplatten. Was steht hier? Notiz lesen. Notiz. Ich weiß, dass du nervös bist, aber wenn Georgie auftaucht, atme tief durch und bleib ganz ruhig und stell keine Fragen. Charlie ist ein guter Kerl, aber wenn du anfängst rumzuquatschen und ihn von vor Georgie schlecht aussehen lässt, macht er dich trotzdem fertig. Entschuldigung. Danke. Danke. Der Typ gehört mir. Und wenn ich die ganze Nacht suche.
Haben wir hier hinten aber irgendwie... Achso, ist schon da. Super. Ja, ja. Kickback. Einer meiner Lieutenants hat zum ersten Mal einen Gewinnanteil für dich erwirtschaftet. Verfügbare Gewinnanteile werden immer auf dem Stadtplan angezeigt, gleich neben dem Symbol für den Unterschlupf des Lieutenants. Du erhältst einen Anteil der Einnahmen deiner Unterbosse, weise ihnen Geschäfte und Bezirke zu oder verschone informanten Bosse für mehr Kickback. Die Loyalität deiner Bosse bestimmt den Kickback und ändert sich mit Verteilung von Geschäften und Bezirken. Okay. Was ist so duster hier drin? Hä? Hä? Wie komme ich denn da hin? Oh Mann. Ist echt düster hier drin. Gar keine Fragen. Woher weißt du das? Ich kann spüren, Ellen. Hier haben sie mich begraben. Ich wirst du nicht los, Junge. Hast du gestern die Stimme des Hollow gehört? Klang der jetzt wütender oder was? Oh. So, entschuldige die kurze Unterbrechung. Ich musste nämlich kurz mit jemandem reden. So, also ich höre wieder alles, so. Ja, da ist es, genau. So, wir wollen jetzt zu Donovan wollen wir. Dafür nehmen wir uns dieses Auto. Einsteigen bitte. Und los geht's. So. Das Unfall war nicht so ewig lange. Denn wir sind nämlich schon wieder da. Uah. Warum schieße ich denn? Hab ich gar nicht. Ich habe keine Waffe. So. Oh, mal ganz kurz gucken. Gibt es da noch Aufgaben? Nee, war. Ziele? Nö. So, wir warten auf Donovan. Ich habe den alten Charlie abgehört und er ist gar kein so ein übler Bursche. Eher einer von den freundlichen, sanften Hinterwäldlern. Und wie es der Zufall so will, ist seine Frau guter Hoffnung. In so einer Situation ist es einem egal, für wen man arbeitet. Hauptsache, man überlebt. Der arme Trottel wird ganz sentimental, wenn die beiden über Namen reden. Sie sind jetzt irgendwo zwischen Bucephus und Thomas Lee. Auf jeden Fall haben seine Leute die Kirche abgeriegelt. Das sind alles Typen, die handeln eher nach dem Hinterwäldler-Motto: Tötet sie, der Herr wird die Seinen schon erkennen. Wenn du die Charlie vorknöpfst, tut er aber ohne großes Theater, was ihm gesagt wird. Deine Infos sind auf dem neuesten Stand. Gehst du zurück ins Motel? Erst muss ich was essen. Wir sehen uns dann, wenn du fertig bist mit diesen inzüchtigen Arschlöchern. So, was jetzt?